Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Dying Light, ich bin euer Firobu. Und wir sind direkt hier am Bunker gespawnt. Ist ja auch mal nett. Wir haben wieder eine Pflicht, wir könnten noch eine Pflicht erledigen, wenn wir wollten, aber müssen wir eigentlich nicht. Wir haben noch zwei Quarantänezonen zu machen, ich bleibe schon. Hier haben noch eine Nebenquest, interessant. Okay. Was ist das denn? Sicherheitszone? Schnellreise, Slumsbreckenturm, oh. Kanalisation betreten. Cool, dann bin ich Schnellreise. Das ist geil. Schnellreise werde ich auf jeden Fall mal nehmen. Wir sehen die Übergabe. Okay. Und dann haben wir noch eine Quest. Da haben wir noch ein bisschen was. Aber gut, wir machen das mal jetzt hier in den Bunker, würde ich sagen. Und gehen wir mal hinein. Mitten bei Nacht. Ich hoffe mal, dass sie jetzt keine Linksrüppel da drin, oder die sollten eigentlich jetzt draußen rumschleichen. Ja, los geht's, würde ich sagen, ne? Sollte vielleicht noch mein Handy lautlos machen. Oh, Entschuldigung dafür. Ich hoffe jetzt nur. Wir sind natürlich nicht. Ach du Scheiße. Haben wir den anderen auch erledigt? Scheint so. Weil ja klar ist, die Beißer natürlich nicht, die Beißer, die Selbstmörder, natürlich nicht kaputt sind. Dass die natürlich wiederkommen müssen. Diese Drecksäcke, ey. Was ist mein Lila-Schwert? Das ist mein Lila-Schwert. Ich hasse diese Viecher, ey. Ist natürlich wieder nichts drin. Bis sie wieder viel Geräusch gemacht haben. Drecksäcke, ey. Ich hasse die Menschen nicht mehr, hast du die und da ist natürlich wieder nichts drin, okay. Ist also alles leer, wo wir wieder ein paar Sachen looten können. Kriegen sogar was Feines. Gehen wir durch, kommen sogar durch, okay. Ja, dann gehen wir doch mal hier lang. Die fucking Kröte. Komm her. Die Tür war aber letztes Mal noch nicht offen. Okay. Mal hier oben schauen. Hier oben ist es definitiv zu, okay. Dort sind sie wieder am Snaggen. Schauen wir mal hier rein. Okay. Ja, kommt her. Zack, es gibt mir schon extra Punkte. Dann können wir nicht hier aufmachen oder so. Ich meine nämlich, das wäre hier die Stelle. Ich hoffe jetzt mal wohl einen Bauplan kriegen. Geh doch mal weg, ich will hier noch eine looten. Na, da ist sie, okay. Bam. Biatsch. Mal schauen, ob hier keine weiteren Dingsumster da sind. Okay, Kanalisationspläne halten, interessant. Kann ich nicht richtig nehmen. Was sind das für Geräusche? Das ist unheimlich. Aber manchmal kann dieses Spiel echt ein Arschloch sein. Ich kann jetzt nicht gut vermuten, dass hier wahrscheinlich irgendwas Böses auf uns wartet. Irgendwas Dietrich. Da kann man einmal die suchen. Oh, du bist doch ein Arschlochspiel. So, was Lilan ist. Interessant, okay. So, hier noch was. Verbindung zum Server verloren, okay. Das habe ich auch ständig, wenn ich was hochladen will. Ja, das ist... Alter Schwede, was hast du für einen ekligen Kopf, ey? Ach, das ist der... Genau. Klicker. Schon mein Linksumstand scheint immer noch deaktiviert. Alter Schwede, was ist das hier für ein Raum? Oh Mann, oh Mann. Aber wir haben den Klicker bekommen und hier ist noch was. Nettes, das werden wir auf jeden Fall noch knacken.
Ich habe von dem Aufzug gesprochen gehabt und da war der Aufzug. Ja. Kommen wir auf, jawohl. Das hätten wir vielleicht mal nehmen, um einen Molotov-Cocktail zu machen. Ich kann nur einen Gegenstand herstellen. Okay, ich habe erstmal den Klicker mir angucken, den wir nicht bekommen haben. Aha. Aber das ist was anderes. Hallo, Klicker? Ihr wollt mich doch verarschen, oder etwa? Ihr wollt mich doch verarschen. Die Klippe scheint übrigens ein DLC-Ding zu sein, und die Klippe auch anscheinend. Ach, das ist nur eine, hier eine Mod. All Weapons Statistik dazu. Okay. Also, sie haben es nicht mal übersetzt. Sie haben es einfach mal nicht übersetzt. Hier oben war ja nichts mehr, müssen wir so runter. Hier nochmal unten schauen. Hallo Leutchen. Was war der Pückel? Das war ein eindeutiger Kill. Wow, 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 was ging jetzt schon wieder ab? Öffnen. Der? Ist der hier hingekommen? Auf Befehl des Bürgermeisters gehört alles in diesem Bunker jetzt mir. Verschwinde, Dieb! Ernsthaft? Lol. Ich nehme einfach mal die Pistole in die Hand. Wir müssen uns erstmal umschauen hier. Wegen Suizid oder so was. Aber hier scheint nichts zu sein, hier scheint nur so ein überlebender Bereich zu sein. Jetzt habe ich schon fast wieder zerschossene Musiksound. Okay, interessant. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Eine Tasche durchsuchen. Etwas, das ich machen kann. So, ne? Was ist das denn? Lol. Okay, ich kann da einen Gegenstand herstellen, schön. Das Gefühl, dass das Spiel ein bisschen buggt. Mal wieder. Okay, ist schon tot zu sein. Hier können wir nicht rein. Ah, hier ist ein Medipack-Kästchen. Mit ein bisschen Müll. Okay. Nehmen wir mal alles mit. Gibt es sicher auch mal anscheinend. Kann man eine Safe-Zone ausmachen oder wie? Schauen wir mal eben hier. So, und weiter geht's. Ich erinnere mich weiter wirklich eigentlich nur darauf, dass hier irgendwo ein so ein scheiß Suizider wieder hängt. Wie so viele in dem Gebäude hier schon waren, würde mich das sogar nicht wundern, ne, ganz ehrlich. Kriegen wir hier schon das hin? Oh, nicht. Okay, hier kann nicht rein. Ich lasse mal hier lang. Tasche zum Looten, aber das war's auch schon wieder. Ja, die Kiste habe ich natürlich nicht übersehen. Okay, da geht's runter, hier kann man nicht rein, oder? Ne, scheinbar nicht. Zack, Sesam, öffne dich. Und schon wieder dasselbe. Und Titan, immerhin etwas. So, dann schauen wir mal hier. Hoch? Nö, nee, das ist auch eine Luftgeschaut. Wahrscheinlich kommen wir nicht durch die Tür, oder? Ja, war ja klar, da kommen wir nicht durch die Tür. Deswegen müssen wir jetzt hier lang. Okay.
Isan, hier Crane. Ich bin in einem Vorratsbunker unter dem Rathaus. Wir haben den Jackpot. Tolle Nachrichten, Crane. Danke. Oh. Hast du Tabin echt dazu gebracht, dir zu helfen? Ja, aber ich musste ihn leider auch töten. Verstehe ich total. Verstehe ich total, ganz einfach hingenommen. Alter, schön, sind hier viele Packages. Krass. Das ist ja mega heftig. Kann da nichts aufmachen? Für mich sprechen sie mit Victor. Weiß nicht, Victor war jetzt nicht einer dieser Läufer. Ja, aber hier oben ist sonst nichts mehr. Ne. Jetzt. Was im Schaden? Doch kein Suizider. Hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Interessant. Auch der Victor hat uns ja noch eine Waffe da gelassen. Ich wollte gerade sagen, ist das sein Arm, aber nee, war es nicht. Okay. Gut. Bei Null kommen wir raus. Na ja. Alles klar. Dann gehen wir da, verlassen wir das Rathaus doch mal wieder. Victors Aufgabe ist es, Überlebende mit Arzneien zu versorgen. Ja, da ist deren Heilhaltbarkeit so gut wie aufgelaufen. Victors Tode schafft. Wenn ich ihm nicht helfe, verliert die Arzneien ihren Wirksamkeit und die Überlebenden ihr Leben. Aha, ja. Das ist wieder dasselbe Typ wie, das müsste das der in dem Fischerdorf sein. Eieiei. So, nehmen wir da unser schönes Schwert hier. Oh, der ist sogar hier? Interessant, interessant, okay. Gut, was machen wir denn? Wir könnten natürlich jetzt erstmal uns einen Fisch da noch holen. Wenn wir wollten. Die kann man dann wieder hinten holen. Das sind noch gemeine Pflanzen. Ach du Scheiße, sind da viele. Kann ich vielleicht hier oben aufstehen da? Da ist der Fisch da. Umringt von 1 von 4. Schläft so langsam zu mir. Oh, das sieht nicht was. Nee, das sind das so viele. Ein Zombie verfolgt mich. Ach man, oh. Warum muss dieser Zombie mich denn hier verfolgen? So, warum sind das denn alles? Das sind... Wow, 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 Jungs. Oh fuck, das war die falsche Waffe. Oh. Crane, ich habe mir hier in der Altstadt eine neue Werkstatt eingerichtet und mächtige Formschritte gemacht. Du musst dir die Machete unbedingt ansehen. Komm doch mal vorbei. Ja? So, oh fuck, ich bin fast tot. Ich gerade. Komm, lauf! Alter Schwede, was sind die denn so heftig? Immer was gekillt. Aber was ist unser Safe aus? Sogar das ist unser Safe aus. Komm da hoch! Wo ist unser. Juhu! Uiuiuiuiuiui, das ist ja echt heftig hier. Blöden Wichser. Gut, wir gehen mal hier rein. Ein Männlichkeitspunkt bekommen wir mal. Willst du handeln? Ja, Kollege, zu dir gehe ich gleich. Oder ist mein Inventar voll? Oh, mein Inventar ist voll. Okay, dann gehe ich erst zu dir. Ich kriege nämlich bestimmt wieder aufs Schnatz vom Quartiermeister. Uiuiuiui, was für eine Hetzjagd war das denn jetzt bitte noch? Krasse Sache.
Also das wird Werte. Also das ist mein Katana, das kann man reparieren, okay. Schwert, kaufen wir auf alles. Den ganzen Scheiß brauche ich nicht. Ja, ein bisschen Kaffee, ein paar Zigaretten. Können wir eigentlich auch hier Flüchtlinge, wir haben jetzt noch 4 Stück, aber... Okay. Ja, tja. Alles klar, dann gehen wir mal die Pakete abgeben. So. Und 150.000 bekommen. Krass. Und der Spike hat dann natürlich noch wieder was für uns. Dankeschön. So, Überlebensrang natürlich wieder erhöht. Wunderbar, dann geben wir direkt mal Skill, würde ich sagen. Wie lange haben wir denn jetzt schon? 22. Boah, sind wir schon 5 Stufen vor der Wendigkeit, ey. Sehr heftig. Ja, dann machen wir auch noch das hier, dass wir mehr Profit bekommen. Wir sind ja nicht, schwimmen ja nicht im Geld oder so, egal, als Salz. So. Können wir nochmal suchen. Jawohl. Ah, der eine hat uns anscheinend hier noch im Blick. Spielversteck haben wir noch mal drin. Ne, das war's. Gut, das war dann wohl der Bunker, würde ich sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.